Ich persönlich habe mich nicht impfen lassen, doch eine Person, die sich für den Grippeschutz aus der Nadel entschieden hat, ist Niedersachsens Sozialministerin Aygül Özkan. Wir haben sie bei ihrer Impfung begleitet und alles Wissenswerte zum Grippeschutz in Erfahrung gebracht. Robert Rack mit den Einzelheiten. Kalt, nass und windig. In Hannover herrscht ideales Erkältungswetter. Überall wird geschnieft, genießt und gehustet. Und deshalb ist gerade zu dieser Jahreszeit die Ansteckungsgefahr besonders hoch. Das freut zwar die Grippeviren, nicht aber Niedersachsens Ministerin für Gesundheit und Soziales. Weil wir in der Öffentlichkeit davon ausgehen müssen, dass man eben auch mit Grippeviren in Kontakt kommen muss, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, wenn man alleine im ICE fährt, weil so ein Ausstoß kann ja auch so 2 bis 3 Meter erfolgen und das zeigt uns da, wo wir viel unterwegs sind in der Öffentlichkeit, kann das ein Schutz sein. Trotzdem entscheiden sich immer noch viele Niedersachsen gegen den kleinen Pieks. So sind es, gemessen an der Bevölkerung, nur etwa 30%, die sich für den Grippeschutz entscheiden. Und das, obwohl die Impfung keine größeren Risikofaktoren mit sich bringt. Die Nebenwirkungen, die auftreten, sind vergleichsweise milde. Es kann natürlich an der Einstichstelle zu einer Rötung kommen, zu einer Schwellung. Man kann auch mal Fieber bekommen, aber wirklich schwerwiegende Nebenwirkungen sind ganz, ganz selten. Und um das sämtlichen Niedersachsen zu beweisen, ging Aygül Özkan mit gutem Beispiel voran und ließ sich medienwirksam impfen. Ist ein kleiner Pieks, ein Ziehen ein bisschen, aber ich bin das gewohnt, weil ich mich jedes Jahr impfen lasse, insofern war ich vorbereitet. Angenehm und bequem ist der Effekt, den die Impfung für den Normalbürger hat, nämlich einen grippefreien Winter. Die Influenza-Prävention kann jedoch auch unabdingbar und lebenswichtig sein, und zwar für all diejenigen, die in den Bereich der Risikogruppe fallen. Die Risikogruppen sind Menschen, deren Immunsystem geschwächt ist oder die eine besondere Gefahr haben, sich anzustecken und das Virus weiterzugeben. Das sind eben Menschen über 60. Das sind Menschen mit besonderen Grunderkrankungen, die eben chronische Erkrankungen des Herzens haben, der Lunge, der Niere oder des Nervensystems, Schwangere ab dem 2. Trimenon. Das medizinische Personal, da ist es besonders wichtig, weil eben hier nicht nur die Gefahr der Ansteckung für sich selbst besteht, sondern auch die Gefahr der Weitergabe an Patienten, was ja besonders schwerwiegend dann wäre. Ja, und dann Bewohner von Altenheimen. Das sind eigentlich und Menschen, die sehr viel Publikumsverkehr haben. Das ist viel mit Menschen im Beruf zu tun haben, ist natürlich ein sehr weiter Begriff. Sollten also auch Sie sich in der Gruppe der risikogefährdeten Bürger befinden, dann ist die Grippeschutzimpfung für Sie sehr empfehlenswert und wird von den Krankenkassen getragen. Bei den Risikogruppen, da zahlt die Krankenkasse das ohne Probleme. Und wir wissen, in Niedersachsen sind die Krankenkassen sehr großzügig, dass auch andere, die sich impfen lassen wollen, nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Wer sich also noch impfen lassen möchte, liegt gut in der Zeit, denn jetzt sei der optimale Zeitpunkt dafür, so Frau Özkan.